Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir was Türkisches. Mit der türkischen Knoblauchwurst eine Sucuk-Pfanne. Mit Kartoffeln, Spitzpaprika, Feta-Käse und Ei. Sehr lecker türkisches Gericht. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Für die Sucuk-Pfanne mit Kartoffeln und Feta brauchen wir folgende Zutaten. Natürlich 4 Sucuk, 2 Spitzpaprika, 2 Zwiebeln, 3 Eier, 4 Kartoffeln, Feta-Käse, eine Knoblauchzehe und ein bisschen frische Kräuter. Ich habe hier Thymian, Salbei und Lorbeer. Wie wir die ganzen Sachen zubereiten, zeige ich euch jetzt. Als erstes schneiden wir die Kartoffeln in Scheiben und braten diese in Öl an, quasi wie Bratkartoffeln. Kartoffeln sind schon leicht vorgegart, weil sonst nur durch Anbraten werden sie ja nicht richtig gar. Das dauert dann zu lange. So, jetzt braten wir die Kartoffeln hier an. So, die letzten müssen noch ein bisschen hier, damit sie ein bisschen schön braun werden. Ja, lecker. So, die Zwiebeln haben wir jetzt einfach nur hier so halbiert und runtergeschnitten. Die werden jetzt angebraten. Haben wir jetzt einfach in Scheiben runtergeschnitten, kommen jetzt zu den Zwiebeln dazu. Und wird alles schön angebraten. So, jetzt kommt der in Streifen geschnittene Spitzpaprika dazu. You put your keys on the table and hurt up by the stove. Radio is a Gewürze dran, ein bisschen Chilipulver. You never felt so alone. So feed the cats and just go to bed. Pfeffer. Borrowed sheets and borrowed time. Hoping tomorrow you'll find a way. But you feel so tired. Chasing a dream.
einen Schluck Salsa dran. Und der zerbröckelte Schafs- oder Feta-Käse. Meine Pizza-Salzkanone.